Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen beim Digitalfuchs und zu Gravel. Wir sind jetzt hier weiter in unserem Karrieremodus und sind bei Sands of Namibia in Folge 5. Wir schauen da direkt mal rein und sind hier schon bei der dritten Strecke. Wir schauen mal, was für Fahrzeug wir da auswählen können. Und ihr wisst, ich nehme immer gerne den mit der höchsten PS-Zahl, wobei ich schon gemerkt habe, dass es tatsächlich Unterschiede vom Handling her gibt. Und da ist natürlich schon ratsam, sich irgendwann mal seine Favoriten quasi auszusuchen als Fahrzeuge, die man da quasi nimmt. Und nicht immer so stark nur auf die PS-Zahl zu achten. Aber im Endeffekt, ja, muss das tatsächlich dann jeder für sich selber entscheiden. Kommt auch immer ein bisschen auf den Schwierigkeitsgrad an. So, rechts sehen wir wie immer so ein bisschen die Highlights von der Strecke. Ich finde es auch mit diesem Leuchtturm sehr, sehr cool gemacht. Schauen wir mal. Ich glaube, auf der Strecke war ich tatsächlich noch gar nicht. Das ist kein Rundkurs, sondern eine einfache Strecke. Schauen wir mal. So, die Einstellung wollen wir nicht ändern. Es ist dunkel. Okay. Ich glaube, bei Nacht hatten wir auch nur wenig Rennen. Nur einmal im Regen. Eieiei, ich sehe ja wirklich fast gar nichts. Und wieder mein Lieblingsding mit den Schildern. Slalomlauf liebe ich ja über alles. Nicht schaffe ich es immer, Achter zu werden. Nein, 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 nein. Boah. Auch noch bei Nacht. Ist natürlich echt was einfallen lassen. Das war auch knapp. Ich liebe ja Slalomrennen. Ich bin nur froh, wenn es vorbei ist. Ich meine, einerseits finde ich es ganz gut, dass sich was einfallen haben lassen. Und es stellt auch schon noch eine Herausforderung dar. So ist es nicht. Aber ich finde, man merkt ja auch nicht gerade den Schwierigkeitsgrad. Jetzt auf leicht gestellt. Oh. Und. Ja, das merkt man einfach überhaupt nicht. Ich meine, klar, ich habe mich jetzt auch ziemlich schlecht angestellt. Nein! Aber es gab auch schon Slalomrennen, bei denen ich mich besser angestellt habe und trotzdem irgendwie nur Achter wurde. Ich liebe es einfach. Super, sicherer 8. Platz, klar. Aber wir können wenigstens voranschreiten. Plus 35 Sekunden. Oje. Muss man schon ein bisschen ranklotzen. Deswegen sage ich, also da ist der Schwierigkeitsgrad noch nicht so ganz ausgewogen, meiner Meinung nach zumindest. Wenn ihr euch da besser anstellt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich ja interessieren, ob ihr nicht so Probleme habt mit dem Slalomrennen. So, und hier springt er auch immer so ein bisschen falsch rum. Wir sind natürlich immer noch bei Namibia.
Und haben jetzt die letzte Strecke vor uns. Das ist Layout 1. Da waren wir tatsächlich schon mal. Glaube ich zumindest. Und ich überlege tatsächlich, ob ich diesmal vielleicht ein anderes Fahrzeug nehmen sollte. Schauen wir mal. Der Toyota GT86, der hat ja 232 PS. Und ja, ich überlege tatsächlich, ob ich den Abarth 131 Rallye nehme. Aber komm, wir probieren es jetzt einfach mal. Haben hier auch eine neue Lackierung. Die möchte ich natürlich nicht vorenthalten. Wunderschön. Ich mag die Streifen. So, und wir legen auch schon los. Ich habe jetzt gar nicht gelesen, was mich jetzt diesmal erwartet. Ich schätze mal wieder ein Zeitrennen. Die machen es in letzter Zeit immer so, dass am Ende die letzten zwei Rennen ein Slalomrennen ist und das andere dann immer ein Zeitrennen. Und wie gesagt, beide finde ich noch nicht so ausgewogen. Wobei wir haben hier, nee, auch keinen Rundkurs, sondern auch nur eine einfache Strecke. Und wir sehen hier rechts schon wieder die Vorschaubilder. Ich finde es immer genial, wie sie die Landschaften da so richtig mühevoll hingezaubert. Auch wenn die Grafik jetzt nicht so die allerbeste ist, aber von den Details her und ja, man merkt trotzdem, dass sie sich Mühe gegeben haben. Obwohl es eigentlich die Unreal Engine ist, also hätte man noch ein bisschen mehr rauskitzeln können, meiner Meinung nach. Gerade hier mit der PlayStation oder PS4 Pro im Endeffekt. So, und wir haben tatsächlich wieder ein Zeitrennen. So, die weitläufige Sicht und alles ist ja schon ganz gut. Die Wassereffekte gefallen mir auch. Nur so ein bisschen das Streckenprofil, sage ich jetzt mal, die Fahrbahn, die wirkt ein bisschen lieblos gestaltet, irgendwie so ein bisschen. Da hätte man meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr rauskitzeln können, vielleicht einfach, aber. Ja, ist jetzt im Endeffekt meckern auf hohem Niveau, denn der Spielspaß ist ja trotzdem vorhanden. Und die Vielfalt vor allem, also was die an Strecken und Fahrzeugen hier reingeballert haben, finde ich schon eine gute Auswahl auf jeden Fall. Aber wie gesagt, auch Zeitrennen wird jetzt nicht, oh, meine Glanzdisziplin sein. Trifft noch nicht so gut für mein Fahrzeug. Also im Driftverhältnis hätte ich auch noch ein bisschen schauen können. Vielleicht liegt es aber auch tatsächlich an den Einstellungen, die ich vorgenommen habe. Vielleicht bremst da zu viel mein ESP und ähnliches ab. Da wäre natürlich ein bisschen Feinabstimmung noch gefragt. So, 51%. Schon eine sehr lange Strecke eigentlich. Habe ich ein bisschen abgekürzt, natürlich ist es nicht ganz die Ideallinie jetzt gewesen.
bin gespannt, aber ich denke mal, zeitlich wird es einfach wieder nur für einen Stern reichen, meiner Meinung nach. Mal schauen. Ich merke tatsächlich, dass ich an vielen Stellen einfach nochmal, ich denke, das sind auch solche Missionen oder Strecken, die man einfach ein bisschen auswendig lernen muss und zwei, dreimal probieren muss, denke ich mal einfach, das, um da einfach besser zu werden. Drin. Beim Gegnermodus, da kann man die so ein bisschen wegschubsen, kann sich nach vorne drängen und die so ein bisschen zurückhalten. Das kannst du halt natürlich bei einem Zeitrennen nicht. Und ja, deswegen muss man da ein bisschen mehr Mühe reinstecken. Erster! Das ist unglaublich. Ich habe jetzt gedacht, wir haben wieder safe einen 8. Platz. Und wow! Und eine Sekunde fast 1,8 fast aufgerundet. Vorsprung, das ist natürlich nicht schlecht, liebe Freunde. Damit habe ich absolut nicht gerechnet. Bin froh. Denn letztendlich will ich ja über 3 Sterne holen. Und ja, einfach, dass ich nicht so oft noch da durchheizen muss und mich abrackern muss, bin ich schon ganz zufrieden. Es war jetzt dann doch besser mit dem Wagen. Also es kommt schon drauf an, welchen Wagen man nimmt, für welche Strecke. Ich denke, da ist auch so ein bisschen der Erfahrungswert dann einfach gefragt. Und ja, da, wie gesagt, bei diesem Slalomrennen, da werde ich mich auf jeden Fall nochmal anstrengen müssen. Und hier bei dem ersten. Und da mal so ein bisschen die Punkte auswendig lernen, wie man da am besten dann immer in die Kurven reinfährt, sodass man die Hütchen dann immer am besten trifft. Aber das sind so Sachen, da wird man dann ein bisschen länger. Vielleicht ist es auch bewusst so gemacht, dass man eben die Meisterschaft nicht so schnell durchrattert, sondern einfach noch am Ende noch so ein bisschen Mission hat, die man noch so ein bisschen, ja, wo man dran zu nagen hat einfach. Wie gesagt, insgesamt sehr, sehr cool gemacht. Ich freue mich schon auf unsere nächste Serie. Wir haben wieder einen Endboss sozusagen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Haut mir auf jeden Fall auf den Like-Button. Über ein Abo und einen Kommentar würde ich natürlich auch super freuen. Haut rein, liebe Freunde. Teilt schön das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Digitalfuchs.